Nachdem wir die Probe gescannt haben, ich habe das hier mal gerade gemacht, das Scannen, kriegen wir hier so einen Dialog, der hier aufgeht. Und in diesem Dialog müssen wir aussuchen, was wir gerade gescannt haben. Da muss man zwar ein bisschen hoch und runter. Ich hatte jetzt gerade diesen Min 58. Und dann kriege ich hier noch so ein Fenster, Delete File, ja, weil wir immer nur die, weil wir die alten überschreiben, die wollen wir ja nicht alle haben. Was wir dann machen können ist, dass wenn wir hier reinzoomen mit Steuerung und der Maus, können wir hier so Ecken anfahren. Das mache ich hier mal und dann klicke ich hier auf genau drei Punkte, die hier so in einem Kreis oder in einer Art Fischauge sind, drauf. Und dann gehe ich hier oben, also ich bin auf diesen Pin gegangen dafür und dann gehe ich auf dieses XY. Und jetzt kann ich das hier zur Navigation benutzen. Dazu muss ich noch eine Sache machen. Und zwar hierhin, das taucht auf, sobald ich den Probenwechsel gemacht habe, taucht dieses Fenster hier auf. Und jetzt hatten wir diesen Sechserhalter, also ich muss hier einen Halter aussuchen, dann mache ich okay. Und das ist dann drin. Und dann navigiere ich hier mal kurz ein bisschen zurück. Ich mache das ein bisschen, weil der Monitor sehr groß ist und man sonst nicht sieht. Und jetzt kann ich hier auf dem irgendwo hinfahren, wo ich hin will, indem ich doppelklick. Dann hört man, dass hier was passiert. Hier gibt es so ein Fenster. Das ist die Oberfläche von der Probe. Da wird es hin und her gefahren. Dann kann ich hier scharf stellen. Es gibt hier so zwei Fadenkreuze, mit denen man scharf stellt. Am besten geht man auf eine Probe. Also man kann mit Rechtsklick hier dieses Move to this Position machen und dann kann man hier drauf scharf stellen, sodass es einigermaßen scharf ist. Und dann sieht das hier auch schon gut aus. Das mache ich wieder zurück an seine Stelle und dann navigiere hier mal dorthin, was ich als nächstes zeigen will. Und was man dann sieht, ist hier, was man immer offen sein sollte. Wenn es nicht offen ist, dann macht man es auf. Also angenommen, dass es wäre zu. Ich mache es mal kurz zu. Dann gibt es in diesem Fenster hier bei Maintenance dieses Gunbug und dann sieht man das. Und hier, dann sieht man das. Und hier diese Zahl hier unten ist wieder diese Specimen Chamber. Und die muss jetzt deutlich unter 5 mal 10 hoch minus 4 sein. Das ist gerade noch drüber. Deshalb muss man warten, bis unter 10 mal, 5 mal 10 hoch minus 4 ist der Druck, Pascal. Und dann kann man, ist aber auch alles dargestellt in der Anleitung. Dann darf man das hier aufmachen. Was aufmachen bedeutet ist, dass dann hier dieses Gun, das ist ein bestimmtes Ventil, dass das dann aufgeht. Das warten wir so ab und dann können wir hier weitermachen.